Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers R.I.D. Robots in Disguise Heavy Load. Heavy Load ist auch ein Team-Member des Landfill-Team und bilden natürlich auch hier den großen Landfill. Heavy Load wird geliefert als Lastentransporter, sehr schick eigentlich gemacht, sehr schlicht gehalten, wenn auch er wirkt ein wenig gestaucht. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich habe jetzt viele verschiedene Reviews gesehen, wo man dieses Führerhäuschen, wie ich jetzt, zur Seite gedreht habe, was ich auch sehr viel logischer finde. Oder es halt von der Mitte hat. Finde ich allerdings jetzt nicht so schön. Das ist Geschmackssache. Die Figur an sich ist quasi vom dem Grundmodell absolut identisch mit Hightower. Ja, hat halt die Bewandtnis, dass es im Fahrzeugmodus ja, nichts groß aussagt, aber im Landfill-Modus halt den Beinmodus bildet und natürlich auch dementsprechend gleich aussehen muss. Die Arme sind ein bisschen anders, sind hier außen aufliegend, bei Hightower innen, aber und hier vorne die Frontblende ist noch ein bisschen anders, aber ansonsten ist es wie gesagt gleich. Ja, er hat hier eine Kippfunktion, wie ihr hier schon seht, sehr schick gemacht. Und natürlich kann man auch seine Waffe öffnen, dieser schöne Greifer. Gleich vorweg, er hat keine Schusswaffe, ist rein auf den Nahkampf ausgelegt. Und hat hier oben eine orangene Färbung noch mit drauf und das große Autobot-Symbol. Vorne ist auch ein ganz leichter Orangeschimmer noch mit drauf. Ansonsten eine sehr schöne Figur. Vom Details her hat ein paar schwarze Verzierungen drauf, ein bisschen Silber, nicht arg viel, rote Leuchten hinten und vorne blaue Lichter und schwarz-gelbe ja, Warnblenden. Das Gelbe ist von vornherein schon natürlich dadurch, dass Plastik nur schwarz wurde aufgesprayt. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Transformation. Nehmen einmal hier die Schaufel ab. Hier vorne auf so einem kleinen Gelenk aufgesteckt. Das Gelenk können wir erstmal hier unten lassen. Drehen einmal die Arme so nach außen. So. Drehen einmal die Schulter nach vorne. Wir nehmen jetzt diese Blende, drehen sie einmal komplett herum. Mitsamt dem Häuschen, dass es quasi genau entgegengesetzt ist. Drehen das hier einmal herum, klicken es über das Gelenk. So, dann anschließend drehen wir das Ganze wieder hoch, klappen das hier wie gesagt auf, holen den Kopf heraus, machen es wieder zu. Leider hat hier oben die Öffnung, finde ich jetzt nicht so schön, aber lässt sich nicht anders vermeiden. So, anschließend genauso wie bei Hightower, einmal hier die Füße vorne hochklappen und die Rückenhalterung nach vorne klappen. Und die Füße ausfahren. Hier bitte aufpassen, ich habe gerade gesehen, hier dieses kleine Seitengelenk ist mit rausgekommen. Das einfach wieder hochklappen und den Fuß einfach herausdrehen. So, heute will er nicht so richtig. So, jetzt haben wir ihn. Dann die Fäuste und die Arme nach unten klappen. Und schon haben wir Heavy Load quasi fertig transformiert. Ja, die Figur ist wie gesagt sehr simpel gehalten. Hat als Waffe hier diesen Greifer. Den könnt ihr ihm dann hier unten in die Hand geben. So. Und dann kann er quasi auf die Decepticons zugehen und sie greifen. Ja. Nicht gerade originär die Waffe, aber naja, gut. Ist natürlich auch sehr Heavy Load, das heißt, die Hand geht natürlich an und runter, weil es ein Kugelgelenk ist und dieses Bauteil natürlich sehr schwer ist. Ansonsten ist die Figur, wie gesagt, baugleich zur Hightower. Der Kopf ist nur ein wenig anders, er ist cool, finde ich. Man sieht hier, wie die, ja, wie soll ich sagen, wie so Zahnräder oder Reifen, die in meinen Augen wie so eine Art Kopfhörer bilden, wegen dem Lärmschutz, finde ich ziemlich cool. Die Brille
auch sehr cool gemacht. Und dieses verwegene Grinsen, einfach nur geil. Ja, die Figur an sich, gleiche Details, so in etwa wie der Hightower. Bietet ansonsten nicht wirklich viel andere Sachen. Wie gesagt, hier hinten könnt ihr dann auch an diesen Haken die Schaufel befestigen, indem ihr sie hier unten einfach befestigt. So. Dann könnt ihr quasi Hightower dieses Schild hinten dran packen. Steht ein bisschen ab, finde ich sehr schade. Ich hätte es besser gefunden, wenn es so ein Zentimeter weiter ran wäre. Aber trotzdem ziemlich cool. Ja, das war die Figur an sich. Die Verpackung, auch hier, wir sehen einmal die Karte vor der Rückseite und auch hier die kompletten Teams. Auch hier Schwierigkeitsstufe 3, obwohl ich eher sagen würde 2, Scout Class auf jeden Fall eher. Früher muss ich gleich dazu sagen, gab es noch nicht diese Scout Class, Deluxe, Voyager und Leader etc. Nein, früher hießen sie Basic, dann Deluxe oder Intermediate, Advanced und Expert. Ja, ziemlich simpel eigentlich, aber trotzdem ziemlich cool gehalten. Wir kommen später dann auch noch zu den anderen Figuren. Die Figur, wie gesagt, hat hier vorne auch dieses Artwork groß drauf. Auch hier die Figur abfotografiert, mit Lichteffekten ein bisschen aufgehübscht und eine Blende drüber. Das Autobot-Symbol und allgemein natürlich das große Logo. Ja, die Figur auch genauso wie Hightower, 9 Punkte von mir im Fahrzeugmodus, weil es sehr schlicht gehalten ist. Keine vollen 10 Punkte, weil es ein bisschen unproportional ist. Und im Robotermodus auch 9 von 10 Punkte, weil es ein bisschen eingeschränkt ist von der Bewegung, aber durch das coole Gesicht und auch so, da er sehr bullig aussieht, natürlich gebe ich trotzdem volle 9 von 10 Punkten. Für mich eigentlich ein absoluter Punkt, wo ich sage, das hat er verdient. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rexford.